Speisekammer. Achso, und das Slush-Eis kriegen wir dann später auch noch. Okay. Minze. Wir haben bald Minze. Wie geil. Remy, bleib mal stehen. Bonjour. Also das ist eine tolle Erdnusssoße. Ah. Ich muss sie im Restaurant zum Spezialgericht dieser Woche machen. Hm. Vielen Dank für all deine Hilfe. Bravo. Oh, und er hat die nächste Aufgabe. Du bist es! Edaya, gut, dass du hier bist. Ich habe ein echtes Problem. Chez Remy ist ein Riesenerfolg. Wir haben mehr Gäste, als ich bewältigen kann. Das ist wirklich ein Problem. Kann ich dir helfen? Ja, bitte, ich bräuchte es dringend. Hier, nimm diese Kochuniform. Zieh sie an und komm zu mir in die Küche. Au revoir! Okay. Mhm. Remy, wo bist du? Da. Hey, du siehst schon aus, sehr professionell. Ich möchte, dass du nach Gästen Ausschau hältst, die in Chez Remy kommen. Sie können jederzeit kommen, aber einige haben bestimmte Verhaltensmuster. Goofy kommt immer zum Mittagessen. Merlin am Morgen und am Abend. Wenn du einen Gast siehst, nimm seine Bestellung auf, während ich mich um Küchenchef-Sachen kümmere. Hoffentlich sehen wir uns bald. Okay. Was für ein Vergnügen. Ein Shake. Ja, ja, ein Shake. Das kennen wir ja Gott sei Dank schon. Den Shake. Hallo. Okay. Mehr sind halt gerade gar nicht da. Das heißt, da kann ich gerade nicht großartig weitermachen. Ist aber kein Ding. Weil wir haben eben mehr als genug zu tun. Erde. Erde. Hartholz. Das kann damit hin, das kann damit hin. Erde. Achso. Ich muss das ja einmal herstellen. So. Können wir das einmal auch fertig machen? In der Nähe von Dagoberts Laden. Dagobert! Servus! Einen schönen Tag noch! Danke, Daria. Hier sind die Informationen, die du benötigst, um die Schriftrolle zu finden. Ich habe sie vor dem vergessenen Dorf versteckt. Ich bin mir bei den Details also nicht so sicher. Aber ich vertraue darauf, dass du sie finden wirst. Ich habe die Schriftrolle in einer Truhe in der Nähe einer Grotte am schillernden Strand vergraben, aber ich kann mich nicht erinnern, in welcher. Den Schlüssel, um die Truhe zu öffnen, musst du aus dem Teich auf der Lichtung angeln. Damit ein Ruin. Viel Spaß beim Suchen. Danke nochmal für den Mikrofonenbärenbaum. Freundlichen Dank.
Auf der Lichtung. Auf der Lichtung. Die ist halt immer noch da. Vielleicht hier. Nee, das Wasserfalls. Okay. Der Wasserfall ist da hinten. Und auch immer noch keine Champignons. Die kommen tatsächlich nur einmal am Tag. Kotzen. Hummer. Jetzt der Schlüssel. Jetzt die Truhe am Strand. Das hier muss ich ja jetzt eh einmal wieder sammeln. Stimmt, ich kann einmal gucken. Kann ich Palisaden bauen? Braucht doch noch Palisaden. Oder Spalier. Wow, eins. Nett. Für das andere brauche ich Erde. Das hier. Nee, der müsste schon Grotte vergraben. Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Oh. Gar nicht so ein hässliches Oberteil. So. Bring Mutter Gotel. Mutter Gotel ist immer noch da hinten. Immer mal wieder auf die Zeit achten. Huch.
einmal geben. Hallo. Die Truhe und den Schlüssel. Endlich. Hier ist sie, die Sonnenschriftrolle. Das bringt mich der Suche nach dem Sonnenstein einen Schritt näher. Muss mich dafür nur extrem anstrengen. Natürlich hast du geholfen. Ich werde dich schon wissen lassen, wann du wieder von Nutzen sein kannst. Geh jetzt. Ich muss eine Schriftrolle studieren. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Chu-chu, ja, okay. Gegrilltes Gemüse brauchte er, ne? Köstliches. Was ist das denn? Gegrilltes Gemüse da. Einmal dran vorbeigescrollt. Hey, wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Okay, bis bald. 2 von 3. Okay. Kleidungsstücke. Aufgaben. Muttergurte Level 4. Hm. Ja, da brauche ich die Champignons für. Stimmt, doof. Dafür braucht ihr zuerst einen Aal. Wofür erklärt, dass man eine Falle braucht, um Aale zu fangen? Sprich mit Goofy. So, aber ich brauche einmal Erde. Das ist ein Bild von Ariel, das sehe ich jetzt schon. Okay. Ist auch überhaupt gar nicht anstrengend. Okay. Erde. Was fehlt denn noch für Spalier? Weiß man, roter Bartfaden. Ich habe so viele Pflanzen. Aber das habe ich nicht. Weiß man, roter Bartfaden. Das gab's wo? Hauptplatz.
Ich hab da doch schon so viel von gesammelt. Na egal. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. All die frischen Meeresfrüchte werden ein großartiges Gericht ergeben. Allerdings benötigen wir mehr als der Fisch, um Bouillabaisse zu machen. Tomaten und einige andere Gemüse wären auch toll. Das Rezept ist ziemlich flexibel. Besorg du uns noch ein Gemüse dafür. Hier das Rezept. Wir sehen uns. Meeresfrüchten. Müsste ich eigentlich schon hinkriegen. Fünf Sterne. Oh, ich brauche das zweimal. Okay. Ja, das bestimmt gut Geld bringt. Ich meine, so als 5-Sterne-Essen. Naja, okay. Es geht. Der Isa. Goofy. Ja, pass für dich. Schön, dich zu sehen. Danke, es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir angeln zu gehen und zu kochen. Junge, Mickey wird dieses Bouillabaisse lieben. Ich verrate dir ein Geheimnis über das Kochen und warum ich Bouillabaisse machen wollte. Je mehr Spaß es macht, den Namen eines Gerichts zu sagen, desto mehr Spaß macht es zu kochen. Nein. Wirklich nicht. Jetzt hat er schon wieder einen Auftrag. Also ich will erstmal alle Aufgaben abarbeiten. Also wenn einer natürlich hier doppelt vorkommt. Champignons, Würmer, Seil. Mama. Machen wir erstmal ein paar Fasern. Bootsreparaturset. Oh Gott. Bootsreparaturset. Eisenbarren. Mist. Wird Eisen. Oh. Oh ne. Ich dachte gerade. Da wäre ein Champignon. Ist es aber nicht. Ich habe die Hoffnung auch aufgegeben. Darf man in der nächsten Zeit keine Champignons verbrauchen.
dauert der Auftrag halt länger. So, jetzt soll die aber Eisenbahn herstellen können. Yep. Okay. Und das Bootsreparaturset. Und das bringen wir gleich Donut. Aber vorher mache ich noch einmal eine kurze Pause. Aber wir arbeiten uns gerade gut ab. Donald ist am Abend der Welt. Wie gesagt, ich will jetzt noch versuchen, ein paar Quests abzuarbeiten. Dann noch Geld zusammenkriegen, damit wir das mit Ariel machen können. Servus. Ja. Oh Mann, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das Boot repariert. Was sollen wir tun? Wenn wir zu dem Schild von meinem Haus gehen, wird mein Onkel Dagobert das vielleicht reparieren. Willst du deinen Onkel um einen weiteren Gefallen bitten? Tolle Idee. Duck Bauunternehmen kommt zur Rettung. Klingt gut. Lass uns zum Schild von meinem Haus gehen. Und wie ich vermute, sind das wahrscheinlich wieder 10.000. Naja, wir gucken erstmal. Gucken erstmal, wie teuer das ist, weil wir müssen auch Ariels Haus noch irgendwie hinkriegen, weil vorher will ich mit Ariel nicht sprechen. Wieso ja endlich mal in ihr Haus rein können? Okay. 6.000 haben wir. Und wir brauchen noch ewig, bis wir 15.000 haben. Und hallo, Ryder. Wunderschönen guten Abend dir. Hi. Wer wende das Schild? Sei gegrüßt, Nachbar. Das könnte spaßig sein. Mach dich nicht lächerlich. Wo sollte ich meinen Schätzer auf einem so kleinen Hausboot unterbringen? Gut, ich werde das Haus für Donut reparieren, aber dennoch wird es kein Kreuzer mehr von mir bekommen. Kümmer du dich mit Donut um das Chaos im Haus. Drin ist eine richtige Katastrophe. Ich betreibe nicht auch noch einen Reinigungsdienst. Zumindest jetzt noch nicht. Könnte ein lohnendes Geschäft werden. In Ordnung. Ich helfe Donut drin aufzuräumen. Danke, Herr Duck. Mir geht's soweit gut. Nein, eigentlich nicht. Es ist nur ein bisschen, es ist in die Höhe gegangen. Und ein bisschen schmaler geworden. Es hat aber die gleiche Größe. Weil ich ein neues Layout habe für den Oktober. Und leider ist das kein Breitbild-Layout, sondern ein Rechteck. Also, na, dieser Gleichding. Also leider, ja. Es ist schmaler geworden. Nicht kleiner, nur schmaler. Aber ich hoffe, es geht hier auch gut. Was haben wir denn hier alles für Schrott?
Und jetzt mir den ganzen Krimskrams hier aufräumen. Oh. Geht so, klingt aber jetzt nicht so. Ah, aber die Sachen geben. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist eine tolle Freundin. Wenn ich herausfinde, wer dieses Schlamassel angerichtet hat, werde ich ihm die Meinung geigen. Moment, was ist das für ein Schrotthaufen? Ich denke, es ist eine Zeitkapsel. Wirklich? Für mich sieht es nur wie ein komisches Glas aus. Hey, als Randnotiz steht etwas in meiner Handschrift. Zeitkapsel Eigentum von Donald Duck. Wenn du nicht Donald Duck bist, nicht öffnen. Hey, du bist Donald Duck. Mach schon und öffne sie. Ja, ich hatte danach keine Zeit mehr. Ich war gestern und vorgestern nicht mehr am PC. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was darin ist. Außerdem wäre es ja eh nur zum Spaß, ne? Ich kann sie nicht aufschrauben. Hier, versuch du es. Donald, kriegst du überhaupt was hin? Nein, ich habe ja aus Versehen Basilikum gegessen. Oh, jetzt erinnere ich mich. Vor dem Vergessen habe ich die gesamte Planung für das Dorf übernommen. Ich habe mir viele super geniale Sonderprojekte ausgedacht. Darin wärst du großartig. Du hast eine große Vorstellungskraft. Und ob ich das tue? Es macht Spaß, sich etwas einfallen zu lassen und dem Dorf zu helfen. Vor dem Vergessen hatte ich etwas Großes vor. Etwas sehr Großes. Etwas Unglaubliches. Doch dann tauchten die Nachtdornen überall auf und ich vergaß alles. Ich habe alles, was ich für die Umsetzung meiner Ideen benötige, in Zeitkapseln im Dorf. Im ganzen Dorf versteckt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie versteckt habe. Oder was sie bauen wollte. Ich muss mehr von ihnen finden. Danke für deine Hilfe. Jederzeit. Wahrscheinlich hat auch er eine neue Aufgabe. Nicht? Das erstaunt mich jetzt. Jetzt bin ich überrascht. Wenn er da mal keine neuen Aufgaben hat. Da fehlt mir das. Das hier. Stelle eine Reuse her. Bin nur damit beschäftigt, Dinge herzustellen. Weichholz. Ein Weichholz fehlt. Ernsthaft? Ich habe so viel Weichholz und eins fehlt. Rotz. Einfach nur Rotz. Fischfalle. Man sieht ja die Größe beim Kai am schillernden Strand. Okay. Ja, da vorne. Wahrscheinlich, ne? Sei gegrüßt, Nachbar. 5000. Hey! So. Können wir betreten. Somit hat auch Ariel ihr Haus. Unterschlupf. Hier ist aber nichts drin. Also nichts für uns. Schade. Sprich mit Maui. Wo ist Maui? Da hinten. Da laufe ich nicht zu Fuß hin, vergiss es. Da laufe ich ganz bestimmt nicht zu Fuß hin.
Ja. Hallo, Maui. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Jeden Moment wird ein Aal kommen und nach dem Würmern schnappen. Du musst also so oft in der Nähe der Reuse nachsehen und alles fangen, was dort umher schwimmt. Komm zu mir zurück, wenn du einen gefangen hast. Okay, bis bald. Okay. Und wo ist Ariel? Da hinten. Wie ich da bin, ich sehe schon wieder weg. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Muss ich das Ding dann um... Nein, er bleibt da. Ariel. Oh. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Ich bin so froh, zurück zu sein. Ich kann es nicht erwarten, Erik zu sehen. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Du hast ihn nicht gesehen? Oh nein, das bedeutet nichts Gutes. Ich muss jeden fragen, ob sie wissen, wo er ist. Danke für deine Hilfe. Hast du in deinem ganzen Leben jemals so etwas Wundervolles gesehen? Gut, sie hat auch keinen direkten Folgeauftrag gerade. Das ist gut. Haben wir ein bisschen Zeit. Mit der Nachtscherben. Es wird weniger. Gut, nach unten hin wird es nicht weniger. Gut, die sind alle noch gesperrt. Ariel Level 3. Und sie ist gerade mal 1, glaube ich. Donald Duck Level 4. Maui. Okay. Ursula? Ist gerade da. Ich musste Gott sei Dank eh in die Richtung. Wie gesagt, ich nehme noch keine neuen Aufträge an. Erstmal das abarbeiten. Könntest du mir helfen? Die haben hier teilweise so viele Aufträge, guck mal gar nicht hinterher. Nein. Nein. Ah, da bist du ja. Hallo Fischfan, was kann ich für einen neugierigen Menschen wie dich tun? Alles gut, Luna. Ich möchte eine Abmachung aussenden. Wie? Köstlich, ich bin neugierig. Was für ein Geschäft schwebt dir denn so vor? Das ist also dieser Wels, den ich gerne in meine Sammlung aufnehmen würde. Ich bin Selbstsammlung, kann das nachvollziehen. Natürlich müssen wir über die Bezahlung sprechen. So etwas Seltenes kommt man... Seltenes bekommt man nicht umsonst, weißt du. Besorg mir eine der außergewöhnlichsten Blumen im Dorf. Eine weiße und rote Hortensie. Wenn du das schaffst, werde ich dir einen Wels besorgen. Abgemacht. Okay. Wunderbar, Schätzchen. Danke sehr, Herzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Komm mal mit auf. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Luna. Musst du mir dann zeigen? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, dass ich die dahin gepackt habe. Hier, Schatz, da wären sie fast 10 Euro teurer. Ja, gut. Ja, gut. Eine weiß-rote Hortensie. Weiß-rote Hortensie. Das ging fix. Ja.
Du bist hier. Mein Seestern, was bist du doch für ein gutes kleines Fischlein? Nun, wie vereinbart, ist hier der extrem selten verstehende Wortes. Ich hoffe, es ist alles, wie du es dir gewünscht hast. Mhm. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Wird bei den Bits als Beweis. Dagobert ist wieder da oben. So, ich muss immer mal wieder ein bisschen auf die Zeit achten. Nicht, dass ich es verpasse, mit Sio in den Voice zu gehen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Hallo Dagobert. Ja. Hallo. Genial. Was war also Ihr fairer Preis für diesen Wels? Sie hat mich gebeten, ihr eine der seltensten Blumen im Dorf zu bringen. Wie ich es erwartet habe, Ihre Abmachungen sind Verbraucherfallen. Eine der seltensten Blumen im Dorf gegen einen gewöhnlichen Fisch, den man in jedem Gewässer des Dorfes fangen kann. Das ist unverschämt. Unverschämt. Zeit, diese Gaunerin als solche zu entlarven. Werde ihr sagen, was ich von ihr halte. Ich muss mit dir reden. Freundlichen Dank. Ja, ja, red du mal. Geh mit Dagobert zu Ursula. Geh hier hin, geh dorthin. Mann. Die haben alle Probleme. Ich habe aber immer noch dieses hässliche Outfit, ne? Hey, ich muss mit dir reden. Hütchen, geht weg. Ja. Macht man das so nicht? Eigentlich nicht. Doch, doch, das macht man so. Ich habe halt nicht für jeden Zeit. Meine Zeit ist kostbar. Okay, jetzt müssen wir leider zuhören. Das lese ich tatsächlich mal nicht vor. Duckylein! Oh mein Gott. Duckylein? Okay. Schön. Okay, ich weiß nicht, was wir bekommen haben. War der nächste Bug? Ja gut, einige Bugs wurden halt noch nicht gefixt, ne? Oh Mann, Dagobert. Alter, so vorhersehbar, aber wirklich. Einen schönen Tag noch. Vergiss die schreckliche Geschichte mit Ursula. Wir haben jetzt ein viel dringenderes Problem. Es gibt einen Schatz in diesem Dorf und wir können nicht zulassen, dass er von jemand anderem als uns gefunden wird. Ich werde nachforschen, was für eine Art Schatz es sein könnte. Und mich melden, sobald ich mehr weiß. Der hat doch bestimmt einen Folgeauftrag für mich. Nicht? Okay, das wundert mich. Dagobert Level 8. Ah, okay. Also beim nächsten Level. Nein, Aal. Sei gegrüßt, Nachbar. Nein, du nicht. Freundlichen Dank.
wir haben den Aal. Okay, Remy läuft halt immer noch weiter mit uns. Remy ist Level 9. Wusste ich, dass Remy noch mit uns rumläuft. Okay, Ursula schläft jetzt. Hallo! Das ist unser Peng. Ich frag mich, wie er ein Level abziehen konnte, wenn. Digga. Hallo! Da bist du ja, Aida. Ich habe den Leuten von meinen vielen Taten erzählt. Außerdem Tipps für die Haarpflege. Oh, du hast den Aal gefunden? Großartig. Jetzt müssen wir ihn nur noch am Strand vergraben. Oh, und vergiss nicht, ihn zu gießen. Bald hast du einen Kokosnussbaum mit freundlicher Unterstützung von meiner Wenigkeit. Ja, ich werde diese Kokosnuss genießen. Bring mir auf jeden Fall eine mit. Gern geschehen. Wie kann aus einem Aal eine Kokosnuss werden? Braucht es einen bestimmten Platz? Bis sie zu einer Kokosnusspalme heranwächst. Okay. Mit der Manipulation. Ach nee, bei den Universen. Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Falsches Universum. Gut, dann sehen wir zu, dass Remy jetzt auf Stufe 10 kommt. Okay. Remy, du bist sehr nett. Großzügiger Remy. Auch noch was. Ich hoffe, ich kriege ihn noch auf 10.